Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es weiter mit der Evolution des Abarths. In diesem Koffer befindet sich ein Teil, mit dem ich sage wir, und ich will jetzt wirklich nicht zu hoch pokern oder zu tief stapeln, auf dem Bilsterberg 2, wenn nicht 3 Sekunden holen. Werden jetzt einige von euch sagen, auf gar keinen Fall, was soll hier drin sein? Plutonium, Dynamit, oder was weiß ich was? Nein, ich will nicht zu viel vorwegnehmen, weil wir werden in diesem Video noch die Ingenieure kennenlernen von diesem Produkt. Deswegen müssen wir das Video auch irgendwie kurz halten, weil es soll nicht wieder 90 Minuten Video werden, auch wenn sich das viele von euch wünschen. Aber ich sag, Alter, guckt euch allein die Verpackung an, ne? Die Verpackung sagt schon, es wird ernst. Wir gucken mal rein. Zack. Das sieht erstmal noch nicht so ernst aus, aber was soll ich sagen? Es geht eigentlich in diesem ganzen Video nur um diesen Hydraulikblock. Dieser Hydraulikblock nennt sich Continental RSX Motorsport ABS. Das heißt, ja, ihr habt richtig gehört, wir rüsten bei dem Arbeit ein ABS nach. Kein herkömmliches ABS, sondern ein Rennsport ABS. Das heißt, dieses ABS wird dafür sorgen, dass wir deutlich später auf die Bremse können. Dass wir vielleicht ein bisschen Temperatur in die Reifen kriegen, weil dank unserer Waagebalken können wir nämlich auch die Bremskraft nach hinten drehen und können über die hintere Bremse vielleicht ein bisschen Temperatur reinbringen. Die Ingenieure werden uns noch auf dem Kontidrom erklären, wir können mit Glück im Trockenen und im Nassen dort bremsen, was dieses ABS kann, weil es ist nicht nur ein ABS, sondern es hat auch noch einen Gierratensensor dazu. Das heißt, dieses ABS braucht die Längs- und Querbeschleunigung von dem Fahrzeug. Es gibt dazu ein Poti, worüber wir das ABS einstellen können, die Aggressivität. Und, ja, wir müssen leider ein Kabel bauen. Aber da werden wir nicht drum rumkommen. Ich guck mal einmal rein. Motorsport Brake System, ja, ist sehr gut. Kompatibel mit Front-, Heck- und Allradsystem ist auch eine Sache. Frontantriebfahrzeuge brauchen ein anderes Allradsystem als Allradfahrzeuge. Kompatibel mit Tandem-Hauptbremszylinder oder 2 separaten Hauptbremszylinder mit Waagebalken, sehr gut. Weil, ich bin nämlich der Meinung, dass die Kombination mit Waagebalken plus ABS plus mein Display wird sensationell, weil dieses Teil ist für Motorsport gemacht. Das heißt, ich weiß, dieses Gerät wird über Kenbus auch jede Menge Daten ausgeben, die ich haben will. Das heißt, ich kann mir später im Display anzeigen lassen, Bremsdruck vorne, Bremsdruck hinten, regelt das ABS, auf welchem Rad regelt es. Es wird uns einfach auch in Sachen Datenanalyse so weit weiterbringen, dass es für mich einfach ein Muss war. Jetzt habe ich mit der Firma Conti, die kommen nämlich hier bei uns aus Hannover, schon ein paar Sachen gemacht. Ursprünglich wollten wir auch zusammen 400 km/h fahren, nachdem das jetzt nicht geklappt ist, war ich das eine oder andere Mal schon bei denen und deswegen freut es mich, dass ich jetzt aufs Conti drohen darf und die Entwickler von diesem System, weil das ist wirklich bei Conti ein, ich sag jetzt mal vorsichtig, kleines Motorsportprodukt, uns mal richtig abholen, was wieso hier geht. Übrigens, dieses Motorsport ABS ist auch in dem neuen KTM GTX verbaut. Als wir in Österreich waren, durfte ich es nämlich tatsächlich schon mal einmal sehen. Okay, ich würde sagen, ab zum Auto und als erstes gucken wir, wie wir es verbauen, was wir leitungsmäßig machen müssen und was für einen Halter wir brauchen, damit wir das Ganze verschrauben. Aber ich muss wirklich sagen, das ist eins der Produkte, wo ich mich am meisten drauf freue, weil ein Auto ohne ABS zu bremsen, was einfach nicht perfekt ausgelegt ist, der X-Pro zum Beispiel, der hat kein ABS, das Ding ist aber auch perfekt ausgelegt. Bis wir mit dem Abarth so weit wären, reden wir bestimmt von 5 bis 10 Sätze Slicks und etlichen Malen fahren. Natürlich ist es immer der beste Weg, ganz langsam sich zu steigern, aber das Problem ist ja auch unsere Zeit plus unsere Mengen an Fahrten, die wir machen können, weil wir einfach so viele Bereiche abdecken, sei es halbe Meile, Events, Messen, Wörthersee, Rennstrecke. Wir können einfach nicht jedes Wochenende mit dem Fahrzeug auf irgendwelchen Rennstrecken fahren. Deswegen glaube ich, dass dieser Schritt mit dem ABS für mich von der Zeit her und für euch technisch eine richtig geile Sache ist, weil ich habe mir verraten lassen, dieses ABS kann nämlich auch so ein bisschen Zeugs wie Torque Vectoring, das heißt, wir schließen den Lenkwinkelsensor mit an und tatsächlich, wenn ich einlenke, macht das ABS was anderes, wie wenn ich geradeaus fahre. Und somit kriegen wir vielleicht auch noch eine Fahrzeugdynamik hin, die am Ende nicht nur schneller ist, sondern auch mehr Spaß macht. In Summe, Win-Win für alle. Wird mega geil. Ich verspreche mir extrem viel von. Ich hoffe, ich werde aus diesem Video mit einem Grinsen rausgehen. Aber erstmal genug geschnackt. Lass uns zum Auto runtergehen und mal gucken, wo wir das Ding positionieren. Achso, ja. Jetzt natürlich kommt Gewicht ins Auto. Das tut natürlich am meisten weh. Aber ich denke mal, wir liegen in Summe. Wenn wir den Kabelbaum und alles fertig haben, wiegen wir das Ganze mit Halter. Ich denke mal aber, wir reden bei dem ganzen System am Ende von, ja, mit allem, sage ich, vielleicht 4 Kilo. Vielleicht 5 Kilo. Und die 3 bis 5 Kilo sind definitiv das Geld wert, weil
Ich war erschrocken, Auto auf der Bühne und wir haben tatsächlich bei 2 Reifen schon den Slick komplett durchgebremst und es guckt das Gewebe raus. Ja, kein ABS, geht dann halt schnell bei so einer Pelle, ne? Und es gibt 100% Fahrer, die schneller sind als ich, die besser sind als ich, die geübter sind als ich. Man selber bekommt es halt nun mal, solange das Auto stabil fährt und man nicht lenkt, kriegt man so ein blockierendes Rad gar nicht mit, gerade wenn es hinten ist. Weil es ist alles laut, man ist konzentriert aufs Runterschalten. Das heißt, erst wenn du einlenkst und das Heck kommt rum, erst dann merkst du so richtig, dass das Auto an einer Stelle gerade überbremst. Und dann ist aber schon zu spät, weil jeder kennt es selbst früher vom Fahrrad, wie schnell so ein Reifen eine Bremsplatten hat. Und das ist halt bei 300 € pro Reifen wirklich keine günstige Angelegenheit. Plus, was mir persönlich beim Abarth noch extrem fehlt, jedes Mal, wenn ich mich in ein Rennauto oder in ein Auto mit einem Rennfahrer reinsetze, was ich als Beifahrer immer am meisten beobachte, ist, wie hart diese Leute ins Pedal reintreten. So dieser erste Bremsmoment. Vollgas, 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 Vollbremsung. Vollgas, 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 Vollbremsung. Das geht natürlich mit dem Auto ohne ABS extrem schwer, weil gerade dieser erste Druck, dieser erste Ruck, man bremst sich ja ohne ABS langsam an das nicht blockierende Rad ran. Und das ist natürlich extrem schwer bei diesem ersten Push. Aber jetzt gehen wir wirklich runter und gucken mal, wo wir das Ding hinbauen. Der aufmerksame Zuschauer wird feststellen, dass auf einmal der Abarth bei uns in der Garage wieder steht. Das heißt, die Lumo muss irgendwo hin sein. Vielleicht tut sich da in den nächsten Tagen, Wochen was. Wir werden sehen. So, weiter im Text. Wo bauen wir das ABS hin? Dazu muss erstmal gesagt sein, dass natürlich der ABS-Block bedingt durch seinen Aufbau innen drin, das soll uns der Ingenieur aber nachher erklären, eine Einbaulage hat. Es gibt übrigens 53 Seiten Einbauanleitung zu diesem ABS. Das heißt, wir sind nicht ganz alleine mit dem Einbau. Jetzt gucken wir uns die Zeichnung an. X-Achse, Y-Achse maximal 5 Grad, Z-Achse 360 Grad. Das heißt, wir können den so drehen, wie wir lustig sind, aber er muss genau so stehen. Das heißt, unsere 4 Leitungen gehen am Ende nach oben raus. Und hier, achso, ja, Eingang, Ausgang, also Eingang, Eingang, Ausgang, Ausgang, Ausgang. So. Wir müssen natürlich hier drum noch einen Halter bauen, weil wir haben 1, 2, 3 Verschraubungspunkte. Eigentlich nur diese 3. Und mit diesen 3 muss am Ende der ganze ABS-Block inklusive Steuergerät verschraubt sein. Das heißt, sobald wir wissen, wo das Ding hinkommt, werden wir mit Marius einmal schnell wie einen Alukasten kanten, diesen Alukasten gummigelagert irgendwo festmachen und dann fangen wir an, Leitungen zu bauen. Dann Kabelbaum, dann Kontidrom. Boah, wird ein langes Video. 2 Positionen sehe ich hier auf Anhieb. Position Nummer 1, ne, 3 Positionen sehe ich. Position Nummer 1 wäre einfach hammerhart das Ding hier reinstellen. So, oder nee, was denn noch besser wäre dann in dem Fall. So, das wäre jetzt das Einfachste. Unseren schönen Halter für Steuergerät und allem nutzen, ranklatschen, fertig. Aber folgendes Problem, bei diesem Auto müssen wir ja immer dran denken, es kann irgendwann mal eine Situation geben auf einer Rennveranstaltung, wo alles schnell, schnell, schnell gehen muss und wir hier wie wild dran rumschrauben werden. Deswegen sollten wir dieses Ding auf jeden Fall immer schrauberfreundlich bauen. Und hier über Getriebe am Zylinderkopf mit Drosselklappe und so, weil man kann nicht mal eben so die Bremse aufmachen, weil jeder weiß, Bremse aufmachen, gleich immer wieder entlüften. Das heißt, den ABS-Block sollte man nach Möglichkeit so bauen, dass man nie wieder dran muss. Deswegen. So, pass auf, warte mal, jetzt haben wir hier theoretisch auch noch was. Ja. Zack, fertig, kleben wir einfach rein. Was für ein Halter, scheiß auf Halter. Hält sich an den Leitungen fest. Ne, hier hätten wir tatsächlich einen Vorteil, dass wir diese originalen Gummistifte hier theoretisch nehmen könnten und könnten theoretisch hier einfach nur ein Blech bauen, welches hier dran ist und hier dran ist. Diese Seite steckt sich da rein und hier haben wir unten noch ein Gewinde, wo wir das Ganze einfach abstützen könnten. Dann würde er hier so sitzen. Wir würden dann an die hintere Leitung müssen wir noch den Drucksensor zwischenmachen, weil wir brauchen für die Hinterachse einen Drucksensor. Das heißt, hier müsste noch ein T-Stück zwischen und von hier müssen wir dann die Leitung zu den einzelnen Rädern bauen. Aktuell sind die Leitungen der einzelnen Räder in dem T-Stück hier unten. Das heißt, wir werden auf jeden Fall manche Leitungen verlängern müssen, beziehungsweise in dem Fall müssten wir alle verlängern. Wir sind dann allerdings ziemlich weit außermittig und relativ weit vorne und hoch. Noch eine andere Idee, das wird jetzt ein bisschen fummeliger. Und zwar hier hinten, da wollte ich ursprünglich schon mal einen Catch-Tank hinmachen. Ich glaube hier so beim TT und so ist original da hinten auch der ABS-Block. Die Idee habe ich gerade noch. So, haltet ihr davon?
Irgendwie auch passig da hinten, ne? Mhm. Weil Platz ist ja definitiv genug da. Es ist natürlich mittiger und tiefer und eher auch auf der Beifahrerseite. Wenn ich jetzt in den letzten Videos aufgepasst hatte, wollten wir Gewicht auf der Beifahrerseite haben oder wollten wir auf der Fahrerseite Gewicht haben? Das weiß ich gerade auch nicht, du. Egal, gucken wir nochmal nach. Mit gut Glück brauchten wir auf der Seite hier Gewicht. Jetzt kriegen wir das Gewicht hier. Ich bin der Meinung, es war so rum. Weil dann die eine Leitung vom Rad, die hier lang geht, die kriege ich einfach eingekürzt. Diese, die können wir direkt dran machen. Die andere Seite von da plus die beiden Leitungen nach hinten, die kommen da unten hoch. Die werden zu kurz sein, die werden wir verlängern müssen. Da gibt es aber einfach so Verlängerungen. Das heißt, hier können wir nämlich richtig geil, nee, hier hinten finde ich besser, weil hier können wir ausgebaut am Ende einfach alle Leitungen parallel an der Spritzwand lang führen und da unten wieder einfach verbinden. Plus einfach hier zwei Leitungen, die beiden Zulaufleitungen, selbst die können wir theoretisch sogar nach oben biegen, weil wir ja hier gerade ran müssen. Das heißt, selbst die kann man hier so durchführen da dran. Vielleicht irgendwie schön von hinten nach vorne. Okay, Leute, ich will es nicht wieder in die Länge ziehen. Da hinten muss er hin, der Meter. Das gefällt mir da hinten. So. Jetzt müssen wir mal einmal, wenn er raus ist, gucken, wo die Verschraubungspunkte sind. So, haben wir gesagt, muss der da hin. Verschraubungspunkt. Und schon drunter. Perfekt. Das heißt sogar, er steht sogar drauf. Wird hier gehalten. Das heißt, jetzt müssen wir Folgendes machen. Ich würde sagen, wir nehmen eine Aluplatte. Die kanten wir nach da um, kanten sie nach unten um und verschrauben sie dann hammerhart. Okay, bei dem Auto können wir es machen. Einfach durchs Radhaus. Das Blech hat hier Sicken drin, das ist stabil genug. Das heißt, wir setzen hier einfach drei Bohrungen, machen so einen schönen Gummiklotz zwischen und verschrauben es nach innen einfach mit einer Mutter. Weil ich habe diese Gummiklötze schon auseinanderreißen sehen. Ja, wir überlegen uns das. Als allererstes jetzt Halter bauen, dann da rein, dann Leitung, dann Kabelbaum und dann aus Conti drum. Okay, let's go. Wir haben keine Zeit. Also wenn mich irgendwann noch mal einer fragt, warum habt ihr so einen großen Küchentisch? Ganz einfach, damit ich hier mitten in der Nacht ganz entspannt meinen Kabelbaum bauen kann. Also Kabelbaum ist wirklich so eine Sache, der Tisch muss einfach groß genug sein. Ihr braucht genug Kabelfarben und man braucht ein bisschen Geduld. Und schon ist Kabelbaum bauen, finde ich, bis heute eigentlich eine entspannte Sache. Das waren jetzt hier so ungefähr 3 Stunden. Und der Kabelbaum ist, ich sag jetzt mal vorsichtig, zur Hälfte fertig. Das heißt, wir haben an dem ABS-Stecker angefangen. Hier ist jetzt alles eingepinnt, was man vielleicht irgendwann mal gebrauchen kann. Plus ein Leerkabel, man weiß nie, kann immer mal eins kaputt gehen. Das heißt, ich habe mich jetzt dazu entschieden, den ABS-Block in der Ecke vom Motorraum zu platzieren. Das heißt, hier geht jetzt anschließend so der Kabelbaum ran oder so rum. So geht der hier jetzt dran. Dann gehen wir mit 2 Strängen weg. Einmal dieser Strang, da ist eigentlich nur Plus Minus dran, geht direkt zur Batterie. Und in der Mitte ungefähr habe ich eine weitere Abzweigung gemacht. Da kommt schon mal unser Drucksensor ran, weil der Drucksensor kommt zwischen Hauptbremszylinder und Bremskraftverstärker in den hinteren Kreis. Das wird irgendwo so hier sein. Deswegen habe ich den schon abgezweigt. Dieser Kabelstrang geht dann irgendwo durch den Wasserkasten in den Innenraum. Das machen wir dann alles am Fahrzeug, wo der Rest verdrahtet wird. Das Gute ist, es liegt eh schon alles am ADU. Das heißt, ich muss eigentlich nur zum ADU gehen. Dazwischen kommen halt noch so ein paar Sachen wie hier so irgendwo kommt auf jeden Fall dieser Gierradsensor noch hin. Den sollen wir nach Möglichkeit da verbauen, wo er original auch war. Das heißt, beim Abarth irgendwo so vor der Schaltung. Das heißt, ein paar Kabel werden dann hier abgehen, beziehungsweise 3 zum Gierradsensor. Und genauso an einer ähnlichen Stelle wird der Drehschalter sein. Da werden auch ein paar Kabel hingehen. Und die ganzen anderen Kabel gehen bis zum ADU. Das heißt, hier haben wir Raddrehzahl, das müssen immer so geschimmte Kabel sein. Kann man übrigens auch ganz einfach selber bauen. Heißt einfach 2 Kabel, Türklinke, einfach festknoten und dann Akkuschrauber gib ihm und die drehen sich super wunderbar selber auf. Genau, und dann noch weiter geschirmte Kabel, einmal für CAN-Bus, dann ein weiteres geschirmtes Kabel zum Programmieren von dem ABS. Da kommt noch so ein Adapter zwischen. Und das letzte geschirmte Kabel war für den Gierratensensor, bin ich mir echt ziemlich sicher. Und mehr ist da ja gar nicht. So, das heißt, jetzt als nächstes schlage ich vor, machen wir mit der Mechanik weiter. ABS-Block rein, Leitung machen,
wenn das ready ist, Armaturenbrett nochmal einmal wieder raus, weil es einfach 10 mal einfacher gehen wird. Ich muss es eh nochmal rausnehmen, weil die Kanzel ja immer weggeflogen ist. Die muss ich irgendwie mal vernünftig von hinten festmachen. Und dann das alle verkabeln. Also ein paar Stunden sind es noch, aber ich bin guter Dinge, dass wir es bis nächste Woche fertig haben. Also ab in der Garage und erstmal ABS fertig machen. Tada! An der Stelle schon mal vielen Dank an mal wieder den Klempner. Sagt man Klempner? Nee, Klempner nicht. Den Dengler, Spengler. Marius hat schnell ein Blech gebaut. Wirklich schnell ausgemessen, Innenkanten gekantet. Wir haben uns überlegt, der ABS-Block kommt so da in der Ecke. Wir haben 1, 2, 3 Verschraubungspunkte nur. So kommt er daran. Und dann bleiben uns 4 Punkte, womit wir das Ding schön an der Korse verschrauben können. Passt wie Arsch auf Eimer. Deswegen vielen, vielen Dank. Allerdings, jetzt steinigt uns nicht. Wir haben Hammer durch die Korse gebohrt. Weil A, Rennauto, B, Korrosionsschutz kann man trotzdem runter machen und C, dann doch lieber den ABS-Block bei so einer Kiste. Und ich weiß, was in der Kiste los ist, wenn wir über die Curbs fliegen. Und so ein paar Kilo hat der ABS-Block jetzt ja nun doch. Doch lieber stabil, sicher das Ganze da drin, als sich einzureden, wir dürfen nicht durch die Karosse bohren. So, und jetzt guckt euch das an. Glück. Können wir den Kollegen da so einfach heranschrauben. Schön aus Alu, schön schwingungsgedämpft, wie das soll, sein soll. Das heißt, wenn wir das jetzt festziehen, sind da diese Gummisegmentblöcke zwischen. Das heißt, Vibrationen von der Karosse können sich auch nicht darauf übertragen. Das finde ich ziemlich geil. Normalerweise würde ich jetzt auch pulvern, aber ich habe bei dem Auto mittlerweile gelernt, Rennauto, manche Sachen pulvern, wie sowas hier, es muss einfach. Aber da hinten ist auch egal. Okay, das heißt, wir schrauben jetzt das Ganze schon final zusammen, würde ich vorschlagen. Das heißt, mit Schraubensicherung den ABS-Block in den Halter, dann den Halter rein, Schrauben drauf und dann geht's los mit Leitung. Ja, Sitz passt, wackelt in der Luft. Das fühlt sich aber gut an. Ui. Da sitzt doch da richtig Schmackofatz drin. Ist auch so von Proportionen her, muss ich ganz ehrlich sagen. Das fällt gar nicht auf, ne? Als wenn es original drin war, ne? Ja. So, und hier jetzt, wo der Kabelbaum hochgeht, hier jetzt die ganzen Leitungen darüber. Cool. Cool. Ja, festmachen. Und dann mache ich mir mal Gedanken über Leitungen. Ich habe mir überlegt, also grob müssen wir ja jetzt Folgendes machen. Vorne, hinten. Müssen erstmal hier in Eingang, Ausgang, vorne, hinten. So. Das heißt, ich vermute mal, die werden wir am einfachsten komplett wieder hier rausschmeißen und neu bauen. Allerdings muss hier eine Trennstelle zwischen für den Drucksensor. Und diese Trennstelle ist da eigentlich ganz cool. Falls wir irgendwann mal eine andere Bremse hinten verbauen, die keine Handbremsfunktion mehr hat, müssen wir irgendwie mit den Leitungen in den Innenraum, um zumindest als Handbremse so einen Absperrhahn reinzumachen. Das heißt, Bremse treten, Hahn zumachen, dass das Auto nicht wegrollen kann. Deswegen finde ich Trennstellen da gar nicht so blöd. Und ich vermute mal, der Einfachheit halber, werden wir eh alles bis hier bauen, eine Trennstelle machen und dann nach dahin verbinden. Ganz einfach aus dem Grund, dass manche Leitungen könnten eh lang genug sein. Zum Beispiel hier die vorne rechts. Die können wir natürlich hier direkt einfach anschließen. Die schwarze, die biegen wir einfach so hoch und dahin. Die kürzen wir einfach nur ein. Alle anderen drei Leitungen sitzen hier. Die wird zu kurz sein. Ja, die werden alle ziemlich kurz sein. Das heißt, ich vermute mal, dass wir sie einfach von hier aus, die beiden, einfach mit dem Verbinder nach da hinten verlängern. Das ist, glaube ich, am einfachsten. Aber wir gucken mal. Gleich geht's weiter. Zieht es euch rein. Da geht einfach mein Herz auf, weil ich finde es einfach immer wieder geil, wenn man sich so ein bisschen die Ruhe und die Zeit nimmt und wirklich irgendwas mal so auf schön baut. Ich habe einfach hier definiert, soll die Trennstelle sein und habe mir dann überlegt, wie wir jetzt diese Leitung schön bauen, dass das einigermaßen original aussieht. Letzter offener Abgang ist Rad vorne rechts. Das heißt, das ganze Ding kann jetzt so rein und wir müssen nur noch von hier zum Hauptbremszylinder bauen. Beziehungsweise zu den anderen drei Rädern. Aber bevor es jetzt reinkommt, final, Thema Gewicht, das Wichtigste an diesem ganzen Projekt. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall mal wiegen, was hier eigentlich so geht. Zufälligerweise eine Waage in der Werkstatt. Deswegen der Moment der Wahrheit. Also hier sind aktuell eher noch zu viele Kabel. Also das wird auf jeden Fall noch ein bisschen eingekürzt. Dafür kommt natürlich noch ein bisschen Ummantelung und so weiter rum. Ein Kilo. Okay, der wiegt schon mal kurz.
So, jetzt kommt nur noch der Gerät. Und mehr ist es dann auch schon gar nicht. Ja. Also, Overhaul, selbst mit der Mehrflüssigkeit etc. pp. 4 Kilo. Mehr ist es definitiv nicht. Und das, denke ich mal, sind definitiv gut investierte 4 Kilo, die tatsächlich auch noch auf der richtigen Seite sind. Aber, yes. Oh. Jetzt können wir den Kollegen hier reinsetzen. Und dann geht's weiter. Let's go. Nächstes Etappenziel erreicht. Guckt es euch an. Jede Menge Leitung, aber ich muss sagen, Alter, das sieht aus wie original hier. Wie als wenn das da hinten original in der Ecke saß. Okay, beim Originalauto hätte es da hinten, glaube ich, gar nicht gepasst, weil hier eigentlich die Lichtmaschine oben sitzt und da drunter sitzt noch der Klimakompressor. Aber so gefällt mir das. Das ist wieder so eine Arbeit, wo ich heute Abend im Bett liegen werde und werde mir denken, okay, die ist zumindest perfekt vollständig abgeschlossen, weil es gibt immer so Arbeiten, die macht man fertig. Irgendwo mittendrin gefällt einem eine Sache nicht und man sagt sich die ganze Zeit, scheiße, da muss ich irgendwann nochmal bei. Aber das hier ist gut. Jetzt hier noch ein bisschen Leitung friemeln und dann können wir schon lüften. Einige tausende Stunden später haben wir jetzt den Gerät hier vor uns. Ich habe es alles überprüft soweit und nochmal doppelt und dreifach gecheckt. Das müsste jetzt soweit passen. Wir haben in weiser Voraussicht Armaturenbrett gleich rausgemacht, geht bei dem Auto echt schnell, weil dass sowas auch im ersten Versuch gleich funktioniert, halte ich für ein Gerücht. Deswegen haben wir den Kabelbaum einmal leer reingelegt, haben ihn dann nochmal angepasst. Haben jetzt alles dran, außer die Seiten, die wir mit dem Fahrzeuginneren verbinden. Jetzt habe ich lange überlegt, wie verbinden wir es mit dem Inneren? Macht man es so, dass man es auspinnen kann oder nicht? Also es scheitert, wenn dann jetzt gerade nur an Raddrehzahlsensoren. Die muss ich innen drin gleich noch anschließen. Mal gucken, vielleicht mache ich das so auch noch im Steckergehäuse. Auf jeden Fall kann der Kabelbaum jetzt hier rein. Kabel, Terror, Deluxe. Folgender Plan war, wir nehmen tatsächlich für die Plusversorgung hier unseren originalen Sicherungskasten. Deswegen müssen wir auch Armatur mit ausbauen und können das tatsächlich von hinten einfach einpinnen und die originale Sicherung, die für ABS ist, wieder verwenden. So, das heißt, hier muss nur ein Kabelschuh von hinten drauf und klack, rein, fertig. Hier haben wir schon fertig einmal unseren coolen Drehschalter für die Position des ABS. Und hier haben wir den Gierratensensor. Das ist quasi, da ist so ein kleiner so ein Kegel, der auf dem Kopf ist, der dreht sich da drin und erkennt darüber die Gehkräfte. Und hier ist jetzt das Witzige, den soll man auch da montieren, wo er am besten original ist. Guckt euch das an. Er passt tatsächlich hier 1:1 auf die Originalpunkte drauf. Den können wir da einfach festschrauben. Das war eine einfache Nummer. So, wenn ihr überdenkt, das war's jetzt, nur ein paar Kabel anschließen, jetzt geht's also richtig los. 53 Seiten Anleitung, jetzt kommt auch noch dieses Tool zum Beschreiben dazu. Und ich lese euch nur mal kurz mal vor, was man in diesem ABS alles konfigurieren kann. Achslast vorne, hinten. Radstand, Spurbreite, Raddurchmesser, haufenweise Zeug, selbst das, die Übersetzung vom Lenkgetriebe. Dann der Abstand von dem Gierratensensor zur Vorderachse. Dann kann man sogar einstellen, was für eine Art von Bremssattel ihr habt. Festsattel, Schwimmsattel und so weiter. Dann den Reibkoeffizienten der Bremse. Gibt es meistens zu den Bremsbelägen dazu. Und all so ein Zeugs. Also wirklich brutal. Deswegen machen wir jetzt auch genau hier Schluss. Ich denke, fürs erste Teil habt ihr mal ein bisschen Schrauberei wieder gesehen. Wenn ihr da auch Bock drauf habt, rechnet für die Installation bei einem einfachen Auto mit ein bisschen Know-how und Geschick mindestens 20 Stunden. Die sind wir jetzt locker schon wieder dabei. Echt krass, wie die Zeit hier verfliegt. Im nächsten Video kommen die Experten von Conti. Und dann konfigurieren wir das Ding. Und dann machen wir mal ein paar Tests, wie gut das Ganze bremst. Wenn ich hier nicht Scheiße gebaut habe und alles funktioniert. Aber ich freue mich drauf. Ich sage, das ist jede Stunde wert, jede Sekunde wert. Ja, wenn ich das erste Mal hier in die Bremse gehe, denke ich mal, wird sich das zeigen. Deswegen, in diesem Sinne, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.